Schön, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Ich bin Sven. Ich möchte was erzählen über mein Radioastronomie-Bastelprojekt, was ich so die letzten zwei Jahre inzwischen, vielleicht sogar ein bisschen länger, verfolgt habe. Und ja, also erstmal die ersten zwei Teile des Vortrags geht es mal darum, zu erklären, worum es eigentlich geht, so, weil das ist nicht ganz offensichtlich. Und dann in den nächsten zwei Abschnitten möchte ich erläutern, wie ich mein Ziel sozusagen erreicht habe oder was, wie ich da vorgegangen bin, um das zu erreichen. Und dann präsentiere ich noch ein paar Ergebnisse. Also zunächst mal möchte ich kurz zusammenfassen, wo wir uns eigentlich im Universum befinden. Eigentlich zunächst mal das Sonnensystem. Das kennen wir, denke ich, alle. Und ich möchte, um so ein bisschen einen Überblick zu geben, wie groß die Objekte sind, mit denen wir es hier zu tun haben, möchte ich die Abstände einmal so ein paar beispielhafte Abstände angeben im Universum. Und zwar gebe ich das an in Zeit, die das Licht braucht, um von A nach B zu kommen. Das kann man sich irgendwie für die großen Werte gerade viel besser vorstellen, als wenn man das in Kilometern angibt. Und zwar zunächst mal der Erdradius braucht das Licht ungefähr 40 Millisekunden. Das kennt man so von Pings, so wenn man einen Ping macht in den USA oder so. Das ist tatsächlich relativ strikt limitiert durch die Lichtlaufzeit einfach, die das Licht braucht, um darüber zu kommen. Dann der Abstand zum Mond ist ungefähr eine Sekunde und der Abstand zur Sonne ist ungefähr 8 Minuten. Die nächstgrößere Umgebung außer dem Sonnensystem, also kommt halt die Sonne, dann kommen irgendwie 8 Planeten und dann kommt erstmal ganz weit nichts. Der nächste so Stern, also gibt es halt nur so ein paar Sterne in der Nähe, Sirius zum Beispiel oder Alpha Centauri, Proxima Centauri, sind so Sterne in unserer Nähe. Und was auch noch wichtig ist, ist, dass bei den Sternen, also diese Sterne, die bilden so ein bisschen so eine Gruppe, die klumpen so ein bisschen zusammen, also ganz lose. Und in dieser Gruppe fliegt eine ganze Menge so Gas rum. Also das ist hier dieses blaue Gas. Das ist sehr, sehr dünn, das Gas, also es ist quasi ein Hochvakuum, aber es ist halt trotzdem mehr Materie als da, wo keine Sterne sind. Dieses Gas ist wichtig, das könnt ihr euch mal merken, dass das gibt in der Nähe von so Sternen. Ja, also der Durchmesser des Sonnensystems sind ungefähr 8 Stunden. Und wenn wir jetzt zum nächsten Stern wollen, also von der Sonne irgendwie hier rüber, dann dauert es ungefähr 4 Jahre für das Licht. Also Abstand ist dann 4 Lichtjahre. Die nächstgrößere Struktur, die es gibt im Universum, sind Galaxien. Das hier ist nicht unsere Galaxie offensichtlich, weil das ist ein Foto. Und von unserer eigenen Galaxie können wir kein Foto von außen machen. Das ist die Andromeda-Galaxie, die nächste sozusagen, aber unsere sieht also sehr, sehr ähnlich aus. Und dieses ganze neblige, helle Leucht, was man hier sieht, das sind alles Sterne. Die sind nur so klein, dass man die nicht auflösen kann, aber all dieses neblige Leuchten hier sind alles einzelne Sterne. Und das hier ist eine skizzenhafte Zeichnung unserer eigenen Galaxie, der Milchstraße. Und wir befinden uns gerade so in der Mitte zwischen Zentrum und Rand. Also hier ist die Sonne. Und ja, das ist ein Foto jetzt von der Milchstraße von der Erde aus aufgenommen. Kann man sich eben, sieht man so am Nachthimmel, sieht man natürlich nur, wenn man länger belichtet. Also mit bloßem Auge sieht man es nur, wenn es sehr dunkel ist. Und da kann man sich jetzt halt gut vorstellen, dass wenn wir von hier aus zum Beispiel jetzt in diese Richtung schauen, nach oben, dann kriegen wir ungefähr so ein Bild. Schauen quasi durch diese Scheibe durch. So. Ja, also so eine Galaxie hat ungefähr einen Durchmesser von 100.000 Lichtjahren, also unsere hat ungefähr einen Durchmesser von 100.000 Lichtjahren und wir sind in der Mitte zwischen Mitte und Rand, also sind wir ungefähr 26.000 Lichtjahre weg vom Zentrum und die nächste Galaxie, die Andromeda-Galaxie, ist ungefähr 2,5 Millionen Lichtjahre weg. Dann gibt es noch eine größere Struktur, die ist aber jetzt, also gibt es noch größere Struktur im Universum, das erwähne ich jetzt mal nur so, das ist eigentlich nicht so wichtig für das, was wir machen wollen. Es gibt haufenweise Galaxien, also die in solchen Haufen nochmal verklumpen. Und also jeder Punkt auf diesem Bild ist jetzt eine ganze Galaxie. Also das Universum ist sehr groß. Ja, so, genug der Einführung. Was wollen wir machen? Wir wollen aus diesem interstellaren Medium, das ist dieses blaue Gas, was vorhin auf dem Bild mit den Sternen zu sehen war, das sendet eine bestimmte Strahlung aus. Also es sendet viele Arten von Strahlung aus, aber eine ganz besonders markante Art von Strahlung. Das werde ich im nächsten Abschnitt erläutern, wie die aussieht. Und unser Ziel ist, diese Strahlung zu detektieren. Erstmal aus der Milchstraße. Im Prinzip funktioniert das aber für andere Galaxien genauso. Und da kann man interessante Informationen daraus gewinnen. Insbesondere kann man die Geschwindigkeit, also die Geschwindigkeit, mit der sich dieses Gas relativ zur Erde bewegt, aus dem Doppler-Effekt bestimmen. Und wie das funktioniert, das erläutere ich jetzt im nächsten Abschnitt. Da geht es nämlich um die 21-Zentimeter-Linie des neutralen Wasserstoffs.
Ja, ich bin Physiker, deshalb muss ich immer so Diagramme haben, wo man irgendwas mit Physik sieht. Was man hier sieht, ist das Wasserstoffatom. Also es besteht bekanntlich aus einem Proton und einem Elektron. Und diese Proton und das Elektron, die haben eine, ja, zusätzlich zu den Größen, die man so kennt, also Masse, Ladung, ja, also Proton hat eine Elementarladung, Elektron hat minus eine Elementarladung, haben die noch eine weitere Eigenschaft, nämlich einen Spin. Und der Spin, ja, das muss man erstmal einfach so akzeptieren, das ist einfach so. Und dieser Spin, der kann entweder nach oben oder nach unten orientiert sein. Und in diesem Wasserstoffatom können die beiden Spins von dem Proton und von dem Elektron parallel oder antiparallel orientiert sein. Und der antiparallele Zustand ist energetisch ein bisschen günstiger als der parallele. Also wenn man von dem Parallelen in den Antiparallelen übergeht, dann wird dabei ein bisschen Energie frei. So, und diese Energie, die wird abgestrahlt in Form eines Photons, eines Lichtteilchens. Das heißt, wenn das Atom von dem oberen Zustand mit F gleich 1 in den unteren mit F gleich 0 übergeht, dann strahlt es elektromagnetische Wellen ab, also Radiowellen, die gerade eine Frequenz von 1420,4 MHz haben. Und die Wellenlänge, also Frequenz und Wellenlänge sind ja über die Lichtgeschwindigkeit trivial verknüpft, die kann man einfach ineinander umrechnen im Vakuum. Und die Vakuumwellenlänge von dieser Strahlung, die ist gerade 21 Zentimeter. Deshalb heißt es 21 Zentimeter Linie des neutralen Wasserstoffs. So, warum neutral? Ja, was wäre denn, wenn der Wasserstoff nicht neutral wäre? Dann wäre der einfach ionisiert. Das heißt, das Elektron wäre weg. Da kann natürlich kein Spin mehr umkippen, weil es ist ja nur noch ein Teilchen da. Und dann gibt es die Strahlung natürlich nicht mehr. Deshalb muss der Wasserstoff neutral sein, damit man diese Strahlung sieht. So, jetzt die meisten von euch können sich wahrscheinlich was vorstellen unter Radiowellen, aber ich mache trotzdem kurz einen Überblick darüber, was es so für Strahlung gibt. Also die bekannteste Form von elektromagnetischer Strahlung ist eben das sichtbare Licht. Das ist so bei einigen hundert Nanometern Wellenlänge und ungefähr 10 hoch 15 Hertz Frequenz. Das ist aber nur ein kleiner Bereich des elektromagnetischen Spektrums. Bei höheren Energien, also kleineren Wellenlängen, kommen wir dann in Röntgen, Ultraviolettbereich. Und für größere Wellenlängen ist Infrarot und schließlich Mikro- und Radiowellen. Die Radioastronomie ist jetzt so, naja, ich sag mal alles, was bei, also das ist überstrittig, was ist jetzt Mikrowellen, was sind Radiowellen. Aber für mich ist irgendwie Radioastronomie alles, was so ab 2 mm und dann bis beliebig große Wellenlängen. Warum? Sieht man vielleicht daran ganz gut. Die Erde hat bekanntlich eine Atmosphäre und die Atmosphäre ist nur für Strahlung in bestimmten Bereichen durchlässig. Und wenn man sich das jetzt so anschaut, wo die Erdatmosphäre, also dieser grau schraffierte Bereich, da kommt keine Strahlung durch die Atmosphäre durch. Es gibt also nur zwei größere Fenster eigentlich, wo Strahlung gut durch die Atmosphäre durchgelassen wird. Das ist der optische Bereich. Ist natürlich kein Zufall, ja. Also die Evolution hat halt die Lebewesen gerade so angepasst, dass sie in dem Bereich, wo viel Strahlung tatsächlich da ist, sehen können. Und dieser ganze Radiobereich, also so über 2-3 mm, da kommt auch alles durch die Atmosphäre. Das heißt, es gibt eigentlich nur zwei Bereiche, in denen wir von der Erde aus den Weltraum im elektromagnetischen Spektrum beobachten können. Das ist der optische Bereich, wo man diese ganz normale Fotos quasi macht. Und es ist die Radioastronomie, wo man 2 mm aufwärts sozusagen beobachtet. Genau, und die 21-Zentimeter-Linie ist halt bei 21 Zentimeter, ja. Ja, also diese Strahlung habe ich vorhin schon erwähnt, die wir beobachten wollen, die entsteht in diesem blauen Gas, was ich gesagt habe, das ist nicht wirklich blau, das war nur blau eingezeichnet, in Wahrheit ist das ziemlich unsichtbar. Entsteht überall in diesem interstellaren Medium, weil das ist einfach großteils neutraler Wasserstoff und da findet einfach dieser Übergang statt, den ich erläutert habe. Und dann sieht man eben diese Strahlung. Und an den Stellen, wo eben mehr Sterne sind in der Galaxie, da befindet sich auch mehr von diesem interstellaren Medium, einfach weil die Sterne ein Gravitationspotenzial haben und weil das Gas tendenziell dahin strömt, wo eben auch diese Sterne sich befinden. Und deshalb kommt aus den Bereichen, wo mehr Sterne sind, kommt auch mehr Strahlung. Die Strahlung kommt nicht von den Sternen selber, die kommt aus dem interstellaren Gas hinten dran. Weil der Wasserstoff in den Sternen, der ist nicht neutral. Der ist großteils ionisiert, deshalb macht er diesen Übergang gar nicht. Also die Strahlung kommt nicht direkt von den Sternen, sondern von diesem Hintergrundgas. Ja, was brauchen wir jetzt alles, um das zu beobachten? Erstmal brauchen wir natürlich eine Antenne, um die Strahlung zu empfangen. Ich habe hier so einen Parabolspiegel benutzt, zeige ich später noch Bilder von. Günstig vom Chinesen erworben. So.
Und einen entsprechenden Feed, also ein Parabolspiegel an sich ist ja keine Antenne, das ist eigentlich nur ein Spiegel halt. Da kann ich ja kein Kabel dran anschließen. Ich muss die Strahlung, der bündelt die Strahlung ja nur in einem Fokuspunkt quasi und dann muss ich in dem Fokuspunkt die Strahlung irgendwie in mein Kabel überführen. Das nennt man ein Feed, so ein Gerät, was man im Fokuspunkt eines Parabolspiegels montiert und was dann diese Strahlung in das Kabel reinführt. Wir brauchen einen Vorverstärker, auch dazu, also zu jedem dieser Punkte erzähle ich später noch mehr. Wir brauchen einen Filter am Eingang, der nur den Bereich, also grob den Bereich der Strahlung rausfiltert, den wir sehen wollen und zum Beispiel nicht das Handynetz durchlässt, schreckliches Handynetz. Wir brauchen Hardware zur Detektion und Digitalisierung von dem Signal, weil es reicht natürlich nicht, das aufzufangen und zu verstärken, sondern wir müssen es auch irgendwie verarbeiten und aufzeichnen, sodass wir später ein Diagramm draus malen können oder so. Und das ist tatsächlich der komplizierteste Teil. Und schließlich braucht man irgendwie Software, aber naja gut, wir wissen alle, wie Software geht, würde ich sagen. Eine Sache, einen physikalischen Effekt muss ich jetzt noch erläutern, weil der wichtig ist dafür, wie dieses Empfangssystem, also der vorletzte Punkt hier entworfen sein muss, nämlich den Doppler-Effekt. Den kennt ihr bestimmt alle, ich sag's trotzdem noch mal kurz. Also beim akustischen Spektrum kennt man den sehr gut von so Krankenwagen, die an einem vorbeifahren. Wenn die auf mich zufahren, ist der Ton etwas höher. Wenn sie von mir wegfahren, ist er etwas niedriger. Das liegt einfach daran, dass die Welle so ein bisschen komprimiert wird, wenn sich das Objekt auf mich zubewegt. Und dann ist die Frequenz höher, dann höre ich einen höheren Ton. Denselben Effekt gibt es beim Licht auch. Ihr könnt zum Beispiel mit halber Lichtgeschwindigkeit auf eine rote Ampel zufahren und dann ist die grün durch die Dopplerverschiebung. So, und jetzt ist halt der Witz, wir kennen die Frequenz von diesem Hyper, also diese H1-Linie nennt man Hyperfeinstrukturübergang, die Art von Übergang nennt man Hyperfeinstrukturübergang. Und also die Frequenz von dieser 21-Zentimeter-Linie, die kennen wir sehr genau, die kennen wir auf 10 Nachkommastellen aus Experimenten und theoretischen Berechnungen, die sich tollerweise decken. Ja. Deshalb können wir halt, wenn wir jetzt eine Strahlung bei einer bestimmten Frequenz wissen, dann wissen wir, okay, die wurde emittiert bei 1,4204 irgendwas Gigahertz. Und dann können wir ausrechnen, wie schnell muss ich das denn bewegen, dass ich die auf der Frequenz sehe, auf der ich die jetzt beobachtet habe. So. Eine einzige Formel habe ich in der Präsentation, die ist sogar sehr einfach. Das ist nämlich einfach die beobachtete Frequenz in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit, mit der sich das Gas bewegt. Das ist einfach die ursprüngliche Frequenz, also die Frequenz von der 21-Zentimeter-Linie durch 1 minus V durch C. V ist die Relativgeschwindigkeit und C ist die Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, ich muss jetzt da nur eine Relativgeschwindigkeit einsetzen, die ich, weil ich ein Betrüger bin, aus der Literatur kenne. Also so typischerweise bewegen sich diese Wolken nicht schneller als 200 Kilometer pro Sekunde. Setzen wir einfach mal 200 Kilometer pro Sekunde ein. Und was wir jetzt halt da sehen, ist, die Frequenz ändert sich schon ein ganzes Stückchen. Wir müssen also, wenn wir das ganze Signal erfassen wollen, nicht nur eine einzelne Frequenz beobachten, obwohl der Übergang nur bei einer einzelnen Frequenz stattfindet, sondern wir müssen ein Spektrum aufnehmen, was sagt, wie viel Strahlung bei einer bei verschiedenen bestimmten Frequenzen eben ankommt. So, und dieser Ausschnitt, der ist ungefähr 2 MHz breit. Das kann man einfach ausrechnen, wenn man diese 200 Kilometer pro Sekunde in diese Formel oben einsetzt. So, und deshalb ist jetzt das Ziel, was ich jetzt im nächsten Abschnitt erläutern werde, wie ich das umgesetzt habe, ist ein Spektrometer zu bauen, also ein Gerät, was für verschiedene Frequenzen die Energie detektiert, die als Strahlung bei dieser Frequenz in das System einfällt. Ein Spektrometer zu bauen für den Frequenzbereich von 1419 bis 1422 MHz, also so 3 MHz Bandbreite, haben wir ein bisschen Reserve. So. Ja, darum geht es jetzt im folgenden Abschnitt. Also das ist das fertige Produkt erstmal so. Das ist das große ist ein Mikroprozessor, der im Endeffekt die Daten aus dem Analogteil hier mit diesem AD-Wandler digitalisiert und dann über ein USB 2.0 an den Computer sendet zur weiteren Verarbeitung. Da kommt das Signal rein. Das ist bloß Stromversorgung. Dann wird das, also hier ist ein Analogteil, der das Signal analog aufbereitet, sodass es hier schon digitalisiert werden kann. Dann nimmt der Controller das auf, buffert das ein bisschen und sendet es dann als Rohdaten an den Computer. Dort wird es dann weiterverarbeitet. Ja, das ist noch ein Bild. Das ist eine 4-Layer-Platine. Und im Folgenden möchte ich jetzt ein bisschen erläutern, wie das funktioniert im Detail. Dazu habe ich zunächst mal ein Blockschaltbild gemalt. Das ist so das, womit man anfängt, wenn man so eine, Analogschaltung entwerfen möchte. Also ich will jetzt nicht so tun, als ob ich da viel Erfahrung hätte. Das ist mehr oder weniger das erste größere Elektronikprojekt, was ich umgesetzt habe. Und
Ja, das besteht jetzt aus folgenden Komponenten eben. Erstmal hat man den Input von der Antenne so. Und das Erste, was mit dem passiert, ist, dass ich eine Frequenzumsetzung mache. Sowas nennt man Mischen. Und die Idee dabei ist, dass ich das 1,4 Gigahertz-Signal, was von der Antenne reinkommt, auf eine niedrigere Frequenz unterschiebe sozusagen. Das hat diverse Vorteile. Es ist einfacher zu verarbeiten, es ist einfacher durch ein Kabel zu schicken, es ist einfacher zu verstärken, man kann besser filtern. Ja? Also es wird quasi alles besser, wenn man zu einer niedrigeren Frequenz geht. Deshalb nimmt man dieses empfindliche 1,4 Gigahertz-Signal und konvertiert das erstmal runter. In meinem Fall konvertiere ich das auf 150 Megahertz. Und das, was aus dem Mischer dann rauskommt, das nennt man ZF, Zwischenfrequenz. Und ja, was man braucht, um diese Konvertierung vorzunehmen, ist ein sogenannter lokaler Oszillator. Dazu muss man einfach nur wissen, dass ein Mischer, jetzt ganz vereinfacht gesagt, einfach ein Bauteil ist, was das ursprüngliche Signal nimmt und das um einen bestimmten Frequenzversatz nach oben oder nach unten verschiebt. So. Und ich um diesen Versatz zu wählen, muss ich quasi in den Mischer das ursprüngliche Signal reinschicken und einen Sinuswelle mit der Frequenz, um die ich verschieben möchte. So. Und das Gerät, was eben diese Sinuswelle generiert mit der Referenzfrequenz, das nennt man lokaler Oszillator. Das ist dieser Baustein hier. Ja, dann habe ich einen Bandpassfilter, der einfach nochmal das Signal auf den Bereich grob eingrenzt, in dem ich erwarte, dass es ist, sodass nichts außerhalb davon ist. Dann kommt ein Verstärker. Dann kommt ein Abschwächglied, was ich an- und ausschalten kann, um so ein bisschen den Signalpegel höher oder niedriger zu wählen, je nachdem, wie die Eingangsleistung ist. Normalerweise ist der einfach aus, aber wenn das Signal aus irgendeinem Grund unerwartet groß ist, kann ich den anschalten, dann wird es kleiner, dann werden die folgenden Komponenten eben nicht überlastet. Dann kommt nochmal ein Verstärker, nochmal ein Bandpassfilter, nochmal ein Verstärker. Und dann kommt wieder ein Bandpassfilter, aber ein besonderer Bandpassfilter, ein sogenannter Surface Acoustic Wave Filter. Da sage ich nachher nochmal kurz was dazu. Diese Art von Filter ist sehr gebräuchlich heutzutage, vor allem in so Mobiltelefonen oder so. Die haben als besondere Eigenschaft, dass die sehr, sehr steile Flanken haben. Also die wählen sehr exakt einen bestimmten Bereich des Signals aus. Ja, und das Ergebnis davon kommt dann in den Analog-Digital-Wandler und da kommen dann Bits raus, die der Mikrocontroller weiterverarbeitet. So, bei dem Teil hier hinter dem ADC möchte ich jetzt nicht so viel sagen, weil ich denke, die meisten hier kennen das schon so ein bisschen. Da erzähle ich lieber was über den Analog-Teil, der vielleicht nicht so bekannt ist. Ja. Ja, nachdem man so ein Blockschaltbild hat, macht man sich als nächstes mal einen Schaltplan für jedes einzelne Modul. Und ich zeige jetzt mal diesen ganzen Prozess am Beispiel von diesem lokalen Oszillator-Modul. Das heißt, das hier, was ihr jetzt hier seht, ist halt ein Schaltplan für den lokalen Oszillator. Da ist zentral so ein Phase-Locked-Loop drauf. Erläutere ich jetzt nicht, was das ist. Das ist halt so ein Baustein, um eine Frequenz zu generieren, mehr oder weniger exakt. Den kann man auch programmieren, was der für eine Frequenz generieren soll. Ja, und dann hat er so ein bisschen Peripherie, die der halt noch braucht, hat man jedenfalls so einen Schaltplan. Und was man dann als nächstes machen muss, ist diesen Schaltplan in ein Layout umsetzen. Also da gibt es natürlich Software für, so. Ja, aber man so ein Layout, also so, gerade so komplexere Layouts macht man normalerweise von Hand. Also man platziert von Hand die Komponenten, man zieht von Hand die Leitungen. Es gibt auch Tools, die das automatisch machen, aber die kriegen das nicht so gut hin, weil dann muss man denen sagen, welche Signale sind wichtig, bei welchen dürfen die Leitungen nicht so lang sein. Und also es wird in Zukunft sicher besser werden, aber momentan ist, denke ich, für sowas besser, man macht das von Hand. Ja, dann bekommt man jedenfalls hier so ein Layout, das sieht jetzt ziemlich chaotisch aus, weil die Platine vier Layer hat, die man ein- und ausblenden kann, wenn man möchte. Das Rote ist eben das obendrauf. Und das Grüne ist das auf der Rückseite und dann sind zwischendrin noch zwei. Und das Pinke zum Beispiel ist jetzt hier das zweite von oben. So. Da kann man auch Leitung machen und dann kann man nachher diese Punkte hier sind Bohrlöcher, die man platzieren kann. Und da wird dann bei der Fertigung ein Loch reingebohrt und das wird quasi, die Ränder von dem Loch werden quasi aufgefüllt mit Kupfer, sodass man dann so ein leitfähiges Loch quasi durch die Platine durch hat, was man benutzen kann als Verbindungsweg zwischen den verschiedenen Layern von der Platine. Ja, also hier diese Box ist jetzt das Layout, was zu diesem Schaltplan gehört und dieser Schaltplan gehört zu dieser Komponente von dem lokalen Oszillator.
Ja, dann kann man das exportieren als, naja, so in so einem Vektorgrafikformat. Schickt man das irgendwie an den chinesischen oder europäischen Fertiger seiner Wahl, je nachdem, wie so die Abwägung ist zwischen Wartezeit und Qualität und Preis. So kann man sich dann überlegen. Und schließlich bekommt man dann irgendwie so ein Board geschickt, wo eben dieses Layout, was man erstellt hat, hoffentlich so, wie man sich das gedacht hat, umgesetzt ist. Dieser rote Lack ist einfach so ein Schutzlack, der da drauf gemacht wird. Da hält kein Lötzinn drauf. Ja. Jetzt hat man natürlich noch das Problem, jetzt muss man irgendwie hier Komponenten auf dieses Board draufbauen. Und zwar so, dass, also vielleicht mal so hier dieser Baustein, der da in der Mitte ist, der quadratische, der ist 0,5 mal 0,5 Zentimeter groß. Und hat da eben 10 oder 12 Anschlüsse auf diesem Bereich. Das heißt, es ist so ein bisschen fummelig. Was man da sich als nützliches Werkzeug noch dazu fertigen lassen kann, ist ein sogenannter Stencil. Das ist so eine Metallschablone, in die mit einem Laser oder irgendwie sonst quasi Löcher reingeschnitten sind, an den Stellen, wo Dinge verlötet werden sollen. Also überall, wo man jetzt hier so zinnfarbene Pads sieht, ist in diesem Stencil hier ein Loch reingeschnitten. Dann legt man diesen Stencil auf die Platine drauf und trägt da so eine Lötpaste drauf. Das ist im Endeffekt so eine Blei-Zinn-Legierung, die kleingeschreddert ist und also sehr kleingeschreddert und in Flussmittel gelöst. Also so eine Paste, so eine Metallpaste quasi, die man dann mit so einem Spachtel durch diesen Stencil durchpresst. Und dann bekommt man auf den Pads, also nur da, wo gelötet werden soll, bekommt man eine kleine Menge von dieser Paste. Dann platziert man mit einer Pinzette sehr sorgfältig diese ganzen Bauteile da drauf, die richtigen an der richtigen Stelle, in der richtigen Orientierung. Wirft das Board nicht runter, nachdem man die platziert hat. So. Ich spreche aus Erfahrung. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also man kann, die professionelle Variante ist, dass man das in einen Reflow-Ofen tut, wo man das nach so einem Temperaturprofil eben aufheizt und dann schmilzt die Paste und verbindet sich eben fest mit den Bauteilen. Ich habe das mit so einem Heißluftföhn gemacht, da hat man so ein Handstück, stellt es irgendwie auf 300 Grad und föhnt da so ein bisschen drauf und dann schmilzt die Paste eben auch. Ja, und dann sieht es im Endeffekt irgendwie so aus. Ich habe das hier mal in echt, so groß ist das ganze Board und der lokale Oszillatorbereich ist das hier oben. So. Naja gut, das sieht man ja auf dem Bild auch. Genau, so. Jetzt hat man dieses Board aufgebaut und natürlich funktioniert erstmal überhaupt nichts. Da muss man sich eben hinsetzen und mal so ein bisschen gucken, was da los ist. Das erste Bild, was ich jetzt hier zeige, ist, also das sind jetzt die Bilder, nachdem ich es zum Funktionieren gebracht habe. So. Das ist jetzt ein Bild, was zeigt, wie der lokale Oszillator, das Signal, was der lokale Oszillator generiert an seinem Ausgang. Und ihr seht, das sind also vielleicht erstmal das ist ein Screenshot von einem Spectrum Analyzer. Ein Spectrum Analyzer ist ein Gerät, was auf der X-Achse die Frequenz aufträgt und auf der Y-Achse die Leistung bei dieser Frequenz. Das heißt, wenn hier nur ein Peak zu sehen ist, dann heißt es, dass das ein Sinussignal ist, ein monochromatisches Signal, was nur bei einer bestimmten Frequenz irgendwie eine nennenswerte Leistung hat. Und das ist ja genau das, was man auch möchte für den lokalen Oszillator, der soll einen Sinus generieren bei einer bestimmten Frequenz. Und man sieht jetzt halt, dass das bei 1,271 Gigahertz liegt. Und wer schnell rechnen kann, sieht schon, dass das 1,42 Gigahertz minus 150 Megahertz sind. Das ist also genau dieser Shift, den wir haben wollen, um das Ursprungssignal auf die ZF zu konvertieren. Ja, das Zweite, was man sich angucken kann, ist die ZF. Das hier ist jetzt ein Bild von dieser Stelle, also direkt vor dem Surface Acoustic Wave Filter, sieht das so aus. Und zwar ist hier das untere Bild ist wieder ein Spektrum, also das ist wieder die X-Achse Frequenz, Y-Achse ist Amplitude. Und das obere ist das dazugehörige Zeitsignal, weil das ist jetzt mit dem Oszilloskop aufgenommen, das kann mir auch tatsächlich die Welle anzeigen. Und diese Welle, die man da sieht, ist so ein typisches, relativ breitbandiges, zufälliges Signal, so. Das hat dann solche schnellen Oszillationen und eine relativ schnell oszillierende Einhüllende. So, das ist so ein typisches Bild für ein bandbegrenztes, aber relativ breitbandiges Signal. Wenn man jetzt hinter den schmalen Filter geht, dann sieht man, das Spektrum wird sehr, sehr schmal. Und das dazugehörige Zeitsignal verändert sich insofern, dass diese schnelle Oszillation von der Einhüllenden geht weg. Es bleibt nur das Kleine übrig und die Einhüllende oszilliert nur noch sehr langsam.
Ja, und das ist jetzt, also das ist jetzt das Signal nach dem Bandpassfilter. Das geht jetzt direkt in den Analog-Digital-Wandler, wird dort abgetastet und dann an den Computer gesendet. An der Stelle mal vielleicht noch sagen, ja, wie tastet man das denn ab? Also vielleicht hat einige von euch schon mal vom Nyquist-Theorem gehört. Das Nyquist-Theorem sagt so in der gängigsten Fassung, ich muss meine Sample-Rate so wählen, dass ich doppelt so viele Samples aufnehme, wie die höchste Frequenz, die in dem Signal vorkommt. Das wären ja in dem Fall jetzt, also da das bis ungefähr 150 MHz geht, muss ich also 300 Millionen Messwerte pro Sekunde aufnehmen. Muss ich glücklicherweise nicht, weil das Signal bandbegrenzt ist. Also dadurch, dass dieser ganze Bereich vom Spektrum hier leer ist, kann ich dieses Signal mit einer viel geringeren Sample-Rate abtasten, nämlich mit zweimal dem Abstand zwischen dem linken und der rechten Kante hier. Und das sind tatsächlich nur, also der Abstand sind ungefähr 4-5 MHz. Das heißt, ich kann das mit 11 MHz abtasten und dann wird das sozusagen hier runtergeklappt. Also ich kann dann nicht unterscheiden, durch diese Art von Abtastung kann ich nicht unterscheiden zwischen dem Signal, was sich hier befindet und dem, was sich hier befindet. Aber ich kann aber immer noch unterscheiden zwischen dieser Seite vom Signal und dieser Seite. Ja, also ich erhalte das Spektrum sozusagen, ich kriege aber so eine Mehrdeutigkeit für verschiedene Bereiche des Spektrums. Und da ich aber weiß, dass der ganze untere Bereich vom Spektrum leer ist, wird diese Mehrdeutigkeit sozusagen aufgehoben. Die Technik nennt man Undersampling. Und es funktioniert recht gut. Und auf die Art kann ich eben also mit 11 Megasamples pro Sekunde dieses Signal aufnehmen, obwohl es bei 150 MHz ist und mir das Nyquist-Theorem, wenn man es nicht genau liest, eigentlich verbietet, dieses Signal fehlerfrei aufzunehmen. Ja, dazu passend ist jetzt hier noch der Takt, den der Mikrocontroller für den Analog-Digital-Wandler generiert. Der kommt also aus einem, ja, also der Mikrocontroller hat einen Quarzoszillator, einen temperaturkompensierten Quarzoszillator als Referenz. Und ja, dann ist dann so eine PLL dazwischen und so ein Teiler, der dann das Referenzsignal für den Analog-Digital-Wandler wählt. Kann ich auch umprogrammieren auf eine andere Frequenz. Und dadurch wird dann sozusagen die Abtastrate bestimmt, mit der das Signal abgetastet wird. Das sieht man halt hier schön, das ist genau 11,25 MHz. Ja. Jo, genau. Ja, und dann ist natürlich, was auch sehr anstrengend ist, ist irgendwie so High-Speed-USB in Betrieb nehmen. Und also hier sitzt dann ich habe das später aufgenommen, aber so sah auch der erste funktionierende Test sozusagen auf. Da freut man sich dann schon sehr, wenn man dieses Teil da reinsteckt und dann im DMESG endlich mal so sieht, oh, new High-Speed-USB-Device. Ja, freut man sich. ja, weil auch die Softwareunterstützung für, also so von Toolchain und so, ist es irgendwie gerade unter Linux irgendwie alles andere als straightforward, irgendwie für so ein eigenes Board. Es ist irgendwie, ich habe ziemlich viel selber gemacht davon jetzt im Endeffekt. Ich weiß bis heute jetzt nicht, wie man das eigentlich macht. So also diese Entwicklungsumgebungen, die da haben, sind halt immer mit so einer Toolchain zusammengeklebt und dann funktionieren die nicht richtig und dann gibt es die nur für bestimmte Boards und dann muss man erst seine eigene Board-Konfigurationsdatei schreiben, weil ich ja den Mikrocontroller nicht an Pin 7 eine LED angeschlossen habe, sondern an Pin 9 und dann ist halt irgendwie so ein bisschen, aber das ist jetzt tatsächlich, also das, was ich jetzt benutze, ist mehr oder weniger ein Make-File und irgendwie so ein paar Shell-Skripte, so. Also ziemlich einfach. Aber der Controller macht ja auch nicht viel. Also der nimmt wirklich nur die Bits, die der AD-Wandler eben rausgibt, auf, schreibt die in den RAM und schickt die einfach über USB wieder raus. Also mehr macht er eigentlich nicht. Und steuert noch so ein paar Sachen. Also der programmiert zum Beispiel den lokalen Oszillator und so. Aber das Wesentliche, was der tatsächlich Rechenarbeit zu tun hat, ist eigentlich nur Werte in den SRAM schreiben und dann wieder rausschicken. Ja, dann zum nächsten Teil, also das war jetzt soweit mal zu diesem Acquisition Board. Möchte ich noch was erzählen zur Antenne, Vorverstärker. Dieses Zeug, ja, also das ist die Schüssel von der Parabolspiegel von den Chinesen sozusagen, kostet 50 Euro. Und da habe ich jetzt hier vorne so ein Feed dran gebaut, also das ist hier sozusagen die Custom-Komponente.
Der sieht, wenn man den sich näher anguckt, so aus. Das ist eine sogenannte B-Quad-Antenne, die einfach aus zwei solchen Quadraten besteht. Ja. Also ich frage mich ja immer noch, wie man auf sowas kommt. Ja. Also von Hand hat das sich ja keiner ausgerechnet. Da saß wahrscheinlich irgendjemand im Simulationsprogramm. Hat man? Okay, gut. Also jedenfalls ist da sicherlich viel rumgerate und viel Intuition dabei, ja. Aber es gibt diese Modelle, wie man so Antennen baut mit bestimmten Strahlungspattern. Und das hier, was ich hier benutzt habe, ist im Endeffekt, ursprünglich hat sich das jemand überlegt für WLAN, weil es gibt tatsächlich auch Leute, die WLAN mit Parabolspiegeln machen. Und WLAN ist ja bei 2,4 Gigahertz, aber ich kann einfach das Konzept nehmen, was sie sich für das WLAN überlegt haben und das, naja, alle Längen ungefähr durch zwei teilen und dann noch so ein bisschen rumtunen und dann passt es auch für meine Frequenz. Ja, also mit zwei multipliziert, Entschuldigung, mit der Größe. Also habe ich das auch gemacht. Also ich habe die Länge alle mit zwei multipliziert, habe ich das aufgebaut, sondern habe ich das an den Spectrum Analyzer gehängt und habe mir mal angeschaut, wie gut das angepasst ist bei verschiedenen Frequenzen. Also hier hat man wieder die X-Achse ist Frequenz. Und ja, mit einem etwas geschickten Messaufbau, erläutere ich jetzt nicht, kann man sich tatsächlich dann anschauen, wie gut die Antenne, die man da angeschlossen hat, Strahlung einer bestimmten Frequenz abstrahlt. So, und ja, Maxwell-Gleichungen sind symmetrisch in der Zeit. Das heißt, abstrahlen und empfangen ist das Gleiche. Es macht keinen Unterschied. Ich kann also Antennen immer testen, indem ich sie als Sender oder als Empfänger betreibe. Die verhalten sich in beide Richtungen genau gleich. Also die Empfindlichkeit einer Antenne für Strahlung aus einer bestimmten Richtung ist genau gleich dem Anteil der Strahlung, die in diese Richtung abstrahlt, wenn ich sie als Sender betreibe. Und auch die, genau. Und deshalb kann ich auch die Anpassung sozusagen messen, indem ich die Antenne als Sender betreibe und dann gucke, wie viel von der Strahlung, die ich da reinschicke, geht denn tatsächlich weg und wie viel wird zurückreflektiert. Weil wenn ich Energie in die Antenne reinschicke, muss irgendwas damit passieren. Die muss entweder abgestrahlt werden oder dissipieren oder die wird wieder zurückreflektiert. Und das ist genau das, was man in diesem Diagramm sieht. Die wird also bei den meisten Frequenzen wird die Strahlung, die man da, die wenn die wird das die, wird die Energie, die man in diese Antenne reinschickt, reflektiert. Das ist dann hier diese Nulllinie ungefähr. Und dann bei 1,4 Gigahertz, da wo wir es haben wollen, verschwindet die Energie und die wird eben abgestrahlt. So. Wird die nicht mehr detektiert. Und ja, dann kann man sich eben, also dieser Dip hier, der war ursprünglich nicht bei 1,42 Gigahertz, der war woanders. Und dann habe ich eben die Längen so lange ein bisschen angepasst, bis es gepasst hat. So, der nächste Punkt, was man haben möchte, ist ein Vorverstärker. Erstmal ist natürlich die Frage, warum brauchen wir überhaupt einen Vorverstärker? Was soll das überhaupt? Was ist das überhaupt? Dazu muss man sich mal überlegen, dass das zu detektierende Signal extrem, extrem schwach ist. Wie schwach das ist, ist eigentlich egal, weil es gibt ein ideales Empfangssystem, was nicht so schwer zu erreichen ist. Also wir können unser Empfangssystem so bauen, dass es unbedeutend weit weg von dem optimalen Empfangssystem, was physikalisch vorstellbar ist, ist genau. Also wir können ein Empfangssystem bauen, was physikalisch quasi ideal ist. Und dieses ideale Empfangssystem, das kriegen wir dann, wenn wir das so bauen, dass quasi das thermische Rauschen limitierend ist. Also es gibt immer eine gewisse Menge von Hintergrundrauschen. Im extremsten Fall ist das die kosmische Hintergrundstrahlung mit 3 Kelvin. Und die hat eben eine bestimmte Leistungsdichte, also eine bestimmte Menge von Energie fällt einfach immer in so eine Antenne ein. Das lässt sich quasi nicht, also außer man tut die in einen Faraday-Käfig oder so, dann kommt man vielleicht runter, aber wenn man irgendwo ins Universum guckt, kommt da immer mindestens eine gewisse Menge an Strahlung her. Und wenn wir, und diese Strahlung ist Rauschen, also das wollen wir eigentlich nie detektieren, oder naja, es gibt Experimente, in denen man das detektieren möchte, aber wir wollen das nicht detektieren. Das heißt, für uns ist das Rauschen und wir können unser Empfangssystem so bauen, dass alle Rauschquellen signifikant kleiner sind als diese. Und dann haben wir quasi ein ideales Empfangssystem, weil besser wird es nicht. Und das ist quasi, also das ist bei so Radioempfangssystemen eigentlich immer das Ziel, das so zu bauen, dass dieses thermische Rauschen limitierend ist. Und das liegt bei Zimmertemperatur, liegt das thermische Rauschen bei minus 174 dBm pro Hertz. Wenn man in den Himmel guckt, wird es tatsächlich ein bisschen weniger. Weil der Himmel kälter ist als das Zimmer und dann rauscht es weniger. Was heißt das? Warum pro Hertz? Also es ist eine Leistungsdichte. Wenn wir uns einen größeren Frequenzbereich angucken, sehen wir insgesamt mehr Rauschen in dem Bereich. Das ist eigentlich klar. Und diese dBm, das ist so die Einheit, in der man üblicherweise Signalgrößen angibt
Funktechnik möchte ich jetzt nicht, muss ich jetzt nicht unbedingt erläutern, aber das sind ungefähr 5·10²⁻²⁰ Watt pro Hertz. Jetzt darf man sich noch eine Kanalbandbreite von irgendwie 10 Kilohertz nehmen oder so, dann darf man zu dem Exponent nochmal 4 dazuzählen, aber es ist trotzdem eine extrem geringe Energie, die man da detektiert. So, und um diese Energie möglichst gut zu detektieren, möchte man einen Vorverstärker haben, der möglichst wenig Rauschen zu dem Signal hinzufügt. Das hier ist der Prototyp, ja, hier ist er. Ich habe jetzt gestern auf der GPN ein ordentliches Board dafür gemacht und das fertigen jetzt die Chinesen. Das ist der Prototyp, das ist eigentlich relativ, das Ganze ist relativ einfach. Da ist ein Transistor drauf, der sich für diese Frequenz eignet und irgendwie wenig rauscht. Da gibt es halt spezielle so Vorverstärker-Transistoren, kann man kaufen, kostet irgendwie 4-5 Euro. Dann baut man da irgendwelche Matching-Komponenten davor, also so ein LC-Netzwerk ist das normalerweise. Ja, dann schließt man das an einen Spectrum-Analyzer an und guckt sich mal an, ob das ordentlich verstärkt. Hier ist einfach kommt einfach ein Testsignal rein, ein sehr kleines. Das sind irgendwie minus 50 dBm jetzt hier. Und dann kommt der Verstärker mit Stromversorgung und dann speist man das resultierende Signal wieder ein in das Gerät und dann misst das einfach die Differenz sozusagen zwischen dem Eingang und dem Ausgangssignal und dann bekommt man so eine Kurve, die einem eben sagt, wie gut verstärkt der Verstärker bei bestimmten Frequenzen. Also hier ist wieder die X-Achse die Frequenz und Y-Achse ist die Verstärkung, hier ist die Nulllinie. Das heißt, es gibt tatsächlich Frequenzen, bei denen der Verstärker ein Abschwächer ist. So. Aber da, wo wir den betreiben wollen, also hier drüben, wo der Marker ist, da verstärkt er relativ gut. Und 17,4 dB heißt Faktor 50 geht die Leistung hoch durch diesen Verstärker. Das Rauschmaß kann man auch messen, aber mit meinem Equipment nicht so exakt, wie das Rauschmaß von diesem Verstärker klein ist. Also so nach dem, was ich messen kann, ist es irgendwie mit Null kompatibel. Ja. Also es ist auf jeden Fall klein, also ich würde sagen, kleiner 1 dB. Was man noch braucht, ist ein Filter, der die unerwünschten Bereiche der Strahlung sozusagen rausfiltert. Ich habe da tatsächlich relativ viel versucht, aber 1,4 GHz ist so eine blöde Frequenz. Das ist irgendwie so für so Konzepte wie Helixfilter oder so oder auch für Surface Acoustic Wave Filter oder so ist das schon fast zu hoch. So. Und weil die dann doch relativ klein werden und für die gängigeren Konzepte der Microstrip-Filter ist es irgendwie dann zu niedrig. Wobei also dieses Konzept hier funktioniert tatsächlich ziemlich gut. Das ist ein Microstrip-Filter, das ist ein bisschen magisch, wie der funktioniert. Vielleicht so ein Schlüssel dazu, wie man verstehen kann, wie das Ding funktioniert, ist, dass die Länge von einem dieser U-Teile ist ungefähr eine Viertel Wellenlänge. Also das ist so eine, ja, aber im Endeffekt nimmt man sich ein Simulationsprogramm, klickt ein bisschen rum und passt die Längen alle so lange an, bis die richtige Filterfunktion sozusagen rauskommt. Ja, habe ich auch mal aufgebaut, ist hier, ist jetzt hier mit dem Teppichmesser auf die Platine geschnitzt, funktioniert aber, ja. Und auch das habe ich jetzt nochmal, lasse ich mir jetzt nochmal ordentlich fertigen. Ja, dann genug zu der schönen Theorie, ein paar Ergebnisse. Das Erste, was man jetzt in diesem Board mal machen kann, ist, man nimmt sich irgendwie so ein Signal, von dem man weiß, dass es da ist und dass es relativ stark ist. Dann kann man zum Beispiel GSM nehmen, also Handyfunknetz bei 900 irgendwas Megahertz. Und also dieses Bergchen hier, das ist ein GSM-Kanal. Das Spektrum, was man da sieht, ist immer für 80 Millisekunden integriert. Und also das ist ja so eine publique Software, die ich halt geschrieben habe, um irgendwie die Daten von diesem Board aufzunehmen. Die zeigt hier oben so eine Zeitreihe an, da erkennt man nichts drin. Und hier unten das Spektrum. Und dieser Hügel hier, der breite Hügel, das sind die Flanken von dem Surface Acoustic Wave Filter, also von diesem schmalen Filter in der Zwischenfrequenz. Und das, was da drauf ist, ist dann tatsächlich das Signal sozusagen. Wie man das unterscheidet, das komme ich gleich noch dazu. Ja, dann kann man hier irgendwie Sachen einstellen. Wichtige Sache, die man einstellen kann, ist die Mittenfrequenz sozusagen, die von der, die vom Eingang auf, also die, genau, die Frequenz am Eingang, die in die Mitte dieses Bandes konvertiert wird, was man beobachten möchte. Das stelle ich normalerweise auf 1,42 Gigahertz, aber das ganze Board ist so entworfen, dass ich die relativ weit abseits von diesen 1,42 Gigahertz noch hin und her schieben kann, indem ich einfach eine andere Frequenz für den lokalen Oszillator wähle.
Also realistischerweise kann man da irgendwie so 500 bis 1700 Megahertz einstellen, ja, um noch so irgendwie sinnvolle Ergebnisse bekommen. Ja, genau. Was man dann noch machen kann, ist, man kann sich ein Wasserfalldiagramm angucken von diesem Signal. Das ist jetzt in dem Fall nicht so unglaublich interessant. Das ist halt so ein GSM-Kanal hier. Also vielleicht Wasserfalldiagramm. Auf der X-Achse ist Frequenz aufgetragen. Die Amplitude wird kodiert durch die Farbe. Also rot ist hell, grün ist etwas dunkler, blau ist dunkel. Und auf der Y-Achse ist die Zeit. Also die oben sind neu und dann wird jede neue Messreihe wird als einzelne Pixelzeile sozusagen oben angehängt und dann fließt es so nach unten, deshalb heißt es Wasserfalldiagramm. So, und jetzt, was man jetzt hier, also eine Problematik, die man jetzt hier vielleicht ganz gut erkennt, ist, wir wissen jetzt, also ich weiß es, weil ich das weiß, dass das hier ein Signal ist und das hier zum Beispiel nicht. Das ist einfach nur Bandpass. Also der sieht einfach so aus, der Bandpass. Und ich kann den aber, also ich kann jetzt nicht sagen, hier aus irgendwelchen Gründen ist jetzt das hier Bandpass und das hier Signal, muss das irgendwie unterscheiden können. Und eine Möglichkeit, wie man das unterscheiden kann, ist, man schiebt den lokalen Oszillator ein bisschen rum und guckt, was passiert. Und wenn man jetzt halt während diese Messung läuft, wenn dieses Wasserfalldiagramm gezeichnet wird, den lokalen Oszillator nach oben, nach unten verschiebt, dann stellt man fest, dass sich manche Signalkomponenten eben so wie jetzt hier dieses GSM-Signal dann auf eine andere Frequenz verschieben, weil ich ja die Eingangsfrequenz sozusagen ändere. Und andere eben nicht, also zum Beispiel dieser breite rote Streifen. Und was man dann einfach machen kann, ist, man stellt sich hin und sagt, ich schalte jede Sekunde den lokalen Oszillator um zwischen dem Band, auf dem ich tatsächlich messen möchte, und einem anderen nebendran, wo ich weiß, dass kein Signal da ist. Schalte ich jede Sekunde um und dann subtrahiere ich die beiden voneinander. Und dann bleibt tatsächlich nur das Signal stehen, was ein echtes Signal ist, was zumindest mal am Eingang des Boards irgendwie reinkommt. Sieht man auch jetzt hier, weiß nicht, ob man auf so einem Beamer sieht, da sieht man jetzt noch so einen zweiten Kanal sogar, der jetzt noch erkennbar wird. Also es ist noch ein GSM-Kanal, der viel schwächer ist. Den hätte man hier in dem ursprünglichen, hätte man den nie erkannt, behaupte ich mal. Diese Technik heißt Frequency Switching. Die ist relativ bekannt in der Radioastronomie, also die wird da viel verwendet. Die funktioniert gut für schmale Bandbreiten. Also wenn, finde ich, nur 3 MHz beobachtet, funktioniert die relativ gut. Wenn man breitere Bänder hat, greift man normalerweise auf andere Techniken zurück, zum Beispiel Position Switching. Da fährt man tatsächlich das, also bewegt man die Schüssel, oder seinen Spiegel bewegt man so, dass er ein bisschen neben die Quelle zeigt und dann wieder drauf und dann subtrahiert man diese beiden Signale voneinander. Dann kann man sehen, was kommt von der Quelle und was kommt vom Himmel. Das kann ich mit meinem Teleskop nicht machen, weil die Schüssel ist so klein, dass ich quasi immer so einen Ausschnitt des Himmels beobachte und dann müsste ich das irgendwie um 90 Grad drehen, um da irgendwie was anderes zu sehen und da sind dann wieder andere Quellen und also es ist nicht realistisch machbar. Aber wenn man ein großes Teleskop hat, macht man das üblicherweise so. Ja, so, genug rumexperimentiert. Jetzt stellen wir uns mal nach draußen und machen mal irgendwie Aufnahmen vom Himmel. Sieht so aus. Also, ja, ein beleidigend schlechtes Ergebnis, weil es irgendwie nur 5 Minuten integriert ist und in Karlsruhe aufgenommen, wo irgendwie unglaublich viele Leute mit ihren Mikrowellen und Fernsehern ganz viel Störstrahlung machen. Aber man sieht das Wesentliche. Man sieht 2 solche Peaks. Und man kann die besser interpretieren, wenn man auf der X-Achse statt der Frequenz die Geschwindigkeit aufträgt. Also ich kann über diese Dopplerverschiebungsformel, die ich vorhin hatte, kann ich einfach jetzt jede Frequenz, kann ich eine Geschwindigkeit zuordnen. Und dann sehe ich eben hier 2 Peaks sozusagen, die bei 2 verschiedenen Relativgeschwindigkeiten von Gas sind. Und die Peaks sind nicht scharf, die haben eine gewisse Breite, weil sozusagen, also man kann sich jetzt vorstellen, wie könnte dieses Signal zustande kommen? Das könnten zum Beispiel 2 große Bereiche sein im Weltraum, die, in denen sich Gas befindet, was eine gewisse Geschwindigkeitsverteilung hat. Also manche Teile von diesem Gas bewegen sich ein bisschen langsamer, Teile bewegen sich ein bisschen schneller, aber so insgesamt bilden die trotzdem so einen Klumpen sozusagen. Und dann bildet das hier einen Klumpen und das hier einen, also diese beiden Peaks. Und ich denke, die tatsächlich korrekte Erklärung ist jetzt halt, wenn man von der Sonne aus zum Beispiel in diese Richtung guckt, dann hat man hier 2 solche Spiralarme von der Milchstraße, zum Beispiel diesen Arm und diesen Arm. Und die rotieren ja, die rotieren alles so. Das heißt, die haben 2 verschiedene Relativgeschwindigkeiten zu uns. Und dann gehört eben dieser Peak zum Beispiel zu dem inneren Arm und der da gehört zu dem, upsala, und der andere gehört zu dem äußeren. Und anhand der Breite von den Peaks kann man die Geschwindigkeitsverteilung von dem Gas innerhalb dieses Armes feststellen und an der Position eben tatsächlich die Relativgeschwindigkeit.
die relative Geschwindigkeit ist so nicht korrekt. Da muss man noch so eine Korrektur machen für die Bewegungsgeschwindigkeit der Erde um die Sonne und sogar für drehen wir uns gerade mit der, wegen der Erddrehung auf das Objekt zu, was wir beobachten und so. Also muss man noch so ein paar Korrekturen machen eigentlich. Aber man sieht auf jeden Fall mal, dass da was ist. So. Ich habe noch ein paar ältere Ergebnisse, die ich mit dem Spectrum Analyzer aufgenommen habe, der eigentlich sehr ungeeignet ist für diese Art von Aufnahme, weil der nämlich Sampling, also das Spektrum abtastet. Der misst eine Frequenz nach der anderen und verliert deshalb einfach 98% des Signals, weil er immer nur bei einer Frequenz misst. Dieses Board, was ich hier gebaut habe, misst bei allen relevanten Frequenzen gleichzeitig. Aber das ist halt irgendwie 6 Stunden integriert und bei wenig in einer rauscharmen Umgebung. Und dann sieht man halt tatsächlich hier in diesem Spektrum unten auch jetzt schöner, die, also 3 Arme in dem Fall. Das oben ist... Also das Teleskop war bei dieser Aufnahme immer auf eine feste Stelle am Himmel gerichtet und der Himmel hat sich dann sozusagen daran vorbeigedreht. Das heißt, an dem Bild oben sieht man jetzt halt tatsächlich, und also das ist quasi ein Wasserfalldiagramm, das Bild oben führt für diese verschiedenen Positionen, die sich da an der Mittenposition der Schüssel vorbeidrehen. Und da sieht man jetzt eben tatsächlich, dass man bei verschiedenen Positionen am Himmel verschiedene schnelle von diesen Wolken quasi hat. Also das wäre dann quasi so ein Arm, der sich da so halt vorbeidreht. Und je nachdem, aus welchem Winkel man den sozusagen beobachtet, ist die Relativgeschwindigkeit dann kleiner oder größer. Ja, das ist irgendwie noch so ein Bild, was aus einer anderen Richtung aufgenommen ist. Da ist dann irgendwie so bei einem bestimmten, an einem bestimmten Punkt kommt da noch so ein Ausläufer dazu. Ja. So, das war's dann auch fast. Jetzt noch, was mache ich jetzt weiter? Also, so. Testaufnahme habe ich mal gemacht, die geht jetzt weiter. So, das Coole, was man natürlich immer machen möchte, ist, wenn man jetzt schon mal hier digital die Daten hat, dann möchte man gerne Interferometrie machen. Man möchte gerne mehrere von diesen Boards auf der Wiese liegen haben und mit irgendwie mehreren Antennen dran und die Signale von denen interferieren lassen. Reicht leider die Zeit jetzt nicht, um dieses sehr interessante Konzept noch weiter zu erläutern. Aber was man damit effektiv erreichen kann, ist, ihr wisst vielleicht, dass die Auflösung von einer, also die Auflösung von einer Antenne ist limitiert durch Lambda durch D. Lambda ist die Wellenlänge der Strahlung, die ich beobachte, und D ist die Größe von dem Spiegel. So, wenn ich jetzt halt so zum Beispiel für Lambda 21 cm einsetze, für die Größe von dem Spiegel 1,2 Meter, komme ich auf irgendwie, ja, ich rechne jetzt nicht auf der Bühne Kopf, es wird nur peinlich. Aber auf jeden Fall komme ich dann auf das Ergebnis, dass das ungefähr 10 Grad sind. So. Also das Ergebnis ist ein Radian, wenn ich es in Grad umrechne, ich auf ungefähr 10 Grad. Und das heißt einfach, ich kann mit meiner Schüssel keine Strukturen auflösen, die kleiner sind als 10 Grad. Einfach gegeben durch die Größe des Spiegels und die Wellenlänge, bei der ich beobachte. Und der Witz an so einem Interferometrie-Setup ist jetzt, ich kann 2 Antennen haben, ich kann die in einem bestimmten Abstand aufstellen. Und die Auflösung, von der ich dann noch Strukturen auflösen kann, ist dann nicht mehr gegeben durch die Größe der Antennen, sondern durch den Abstand. Das heißt, ich kann die einfach 100 Meter auseinanderstellen und dann habe ich sehr gute Ortsauflösung. So nett ist die Physik natürlich nicht. Also das stimmt so eigentlich nicht. So. Also ich habe dann diese gute Ortsauflösung, aber ich verliere dafür andere Dinge. Aber wenn man dieses Konzept mal am Laufen hat, kann man interessante Dinge damit machen. Und man kann höhere Ortsauflösung dadurch bekommen, tatsächlich, wenn man sich entsprechend geschickt anstellt. Ja, und in dem Sinne möchte ich auch gerne mal eine ordentliche Karte sozusagen aufnehmen, also tatsächlich mal bei verschiedenen Stellen am Himmel messen und so ein ordentlich integriertes Spektrum haben, was nicht so arg rauscht, und dann so ein bisschen so ein Bild aufnehmen, was zeigt, woher wie viel Strahlung kommt. Survey nennt man sowas normalerweise. Also Radioastronomie beobachtet halt anders als die optische Astronomie, normalerweise immer nur einen Pixel. Also ich gucke in eine Richtung und dann zähle ich alle Strahlung, die aus dieser Richtung kommt, zähle ich zusammen. Es gibt irgendwie so ganz Spezialreceiver, die irgendwie 7 Pixel auf einmal beobachten oder so, aber normalerweise einen Pixel. Und wenn man ein Bild haben möchte, dann rastert man den Bereich, von dem man ein Bild haben möchte, ab. Müsste einfach auf jedem Punkt sozusagen 10 Minuten und dann fährt man zum nächsten Punkt. Was auch noch interessant wäre, statt unsere Galaxie mal Andromeda anzugucken, da müsste man eigentlich auch was sehen. Habe ich aber noch, bin ich noch nicht dazu gekommen. Ja, das wäre es dann soweit. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Gibt's Fragen? Wie lange verfolgst du das Projekt schon? Also in der Form, in der es jetzt hier auf dem Tisch liegt, seit einem, ja, seit vielleicht 7, 8 Monaten. Okay. Immer mal wieder so. Insgesamt so schon seit 3 Jahren. Ja. Hier vorne war noch eine Frage. Also du hast eine Clock zum Samplen. Perfekt. Du hast eine Clock zum Samplen und eine Clock zum Mischen, ne? Ja. Die sind nicht voneinander irgendwie abhängig? Nee, sind sie nicht. Okay, und dann hast du gar keinen Drift dazwischen? Weil also du kriegst ja dann häufig so ein Problem, dass, was weiß ich, der Oszillator für den ADC haut ein bisschen ab, weil der zwei Oszillatoren in dieser Welt sind nicht gleich. Es ist halt tatsächlich so, dass ich mit so einem temperaturkompensierten Quarz eine Frequenzauflösung habe, die bestimmt einen Faktor 100 oder 1000 über dem liegt, was die Strukturen, die man da erwartet, okay, an Frequenzauflösung haben. Das heißt, selbst wenn die so ein bisschen auseinanderdriften, ist es halt einfach egal. Du hast aber recht, also ich bin jetzt so im Nachhinein mit dem Clock-Signal-Setup, was ich da habe, nicht zufrieden. So, es wäre eigentlich besser, die beide aus derselben Clock zu speisen. Es wäre auch besser, einen externen Clock-Input für das Board zu haben, sodass man für die Interferometrie die beiden Clocks synchronisieren kann. Also vielleicht mache ich noch eine dritte Version, wie ich das dann korrigiere. Cool. Ja, die Frage ist, wie hoch sind die Kosten, wenn man das nachbauen würde? Ja, also bis ich dieses Board in der Hand hatte, so, wenn man jetzt mal den ersten Versuch nicht mitrechnet, habe ich ungefähr, also an Materialkosten, jetzt so bis ich dieses Board in der Hand hatte, wenn man die Messgeräte nicht einrechnet, habe ich so ungefähr 160 Euro bezahlt. Wenn ich das jetzt nochmal bauen würde, also für das zweite ist es dann viel günstiger, so, da sind es nur so 60, 70, weil man von den Platinen zahlt man eine relativ hohe Setup-Gebühr und kriegt dann aber immer 10 Stück oder so. Das heißt, es ist halt sehr schwer, jetzt einen Stückpreis anzugeben, weil ich zahle halt, wenn ich mir das Board überhaupt mal fertigen will, zahle ich auf jeden Fall mal irgendwie 60, 70 Euro und dann kriege ich aber 10 Stück. Das heißt, ja, also so in diesem Bereich ungefähr. Aber es ist halt so, dass man also ohne Messtechnik im vierstelligen Kostenbereich kann man das nicht machen, weil man einfach nicht sehen wird, also zumindest nicht ohne jahrzehntelange Erfahrung, die ich halt nicht habe. So. Und wenn man diese jahrzehntelange Erfahrung nicht hat, dann braucht man halt irgendwie Messtechnik, mit der man irgendwie nachmessen kann, ob das funktioniert und was es tut. Und die ist halt teuer. Ja. Ich hätte 2 Fragen. Das eine wäre die Bittiefe vom AD-Wandler. Die ist 8-Bit. 8-Bit. Ja. Und dann wäre die zweite eben, inwieweit man nicht Standard-SDRs wie so ein RTL-Chip oder eine Spur besser, ein SDR-Play vielleicht verwenden kann. Ja, mit dem Vorfilter, den du dann hast, ich meine, das macht dir wahrscheinlich das Primäre aus, kann man dann auf Standard-Hardware im Prinzip zurückgreifen. Das wäre möglich gewesen, ja. Für mich ist das halt auch so ein bisschen so ein Lernprojekt irgendwie. Also so, ich setze mich halt hin und sage so, ich baue jetzt ein Radioteleskop und ich baue irgendwie alles selber. Dann weiß ich, wie das alles funktioniert. Und dann kann ich irgendwie von jeder Systemkomponente irgendwie die Eigenschaften so wählen, wie ich die brauche. Diesen Weg, den ich jetzt hier gewählt habe, das ist sicherlich nicht der Weg, wie man am einfachsten zu einem Ergebnis kommt. Ja, auf jeden Fall nicht. Also ich habe das so gebaut, weil ich das so, also auch so vom Weg sozusagen her so machen wollte und nicht, weil es die einfachste Lösung war. Man könnte ein SDR annehmen, ja. Welche Software hast du denn verwendet, um die Filter zu simulieren, die du drauf hast? Gerade der Surface Acoustic Wave, beziehungsweise diese Hochfrequenzmagie-Geschichten alle. Der Surface Acoustic Wave, den muss man nicht simulieren, das ist ja ein Baustein. Also das ist ein IC, den kann man kaufen, der hat im Datenblatt spezifizierte Filterfunktionen, kostet 5 Euro. Da muss man nicht simulieren. Für die Bandpassfilter, die habe ich mit Cooks simuliert. Das ist einfach so ein, ja, es ist halt so eine Software, so wie LTSpice ungefähr, nur anders. Aber man kann halt damit einfach so diskrete Filter simulieren. Und hier, aber es ist wirklich relativ einfach so. Das komplizierter ist hier dieses Teil, dieses magische Microstrip-Ding. Das habe ich mit Sonnet simuliert. Sonnet ist so ein elektromagnetischer Feldsimulator für 2,5D
Schaltkreise, also eigentlich planar mit so ein paar Ausnahmen. Also das ist ja planar, weil ich habe ja nur, ich habe einen Layer unten, habe ich ein flaches oben drauf und es sind keine 3D-Strukturen drauf. Das kann, und das, da kann, also kann man sehr gut mit simulieren. Da gibt es eine kostenlose Version, mit der man sowas da locker simulieren kann. Also größere Sachen nicht, ein bisschen eingeschränkt und so, aber die kostenlose Version kann das gut. Sonnet heißt das, kann man sich mal anschauen, ist ein sehr schönes Programm. Da ist noch eine Frage. Ja, ich wollte auch fragen, was so für Software insgesamt so dir hilfreich war und vor allem auch noch, welche Referenzbücher du jetzt zum Beispiel jetzt zu Hilfe genommen hast oder welche Foren dir jetzt bei deinem Projekt so ziemlich geholfen haben. Ja, eine sehr breite Frage. Ich habe also Software tatsächlich relativ wenig zu Hilfe genommen. Also Teile von der Firmware von dem Ding sind irgendwie aus diesem LPC Open, aber also es ist im Wesentlichen halt irgendwie der USB-Teil, weil ich da keine Lust hatte und der Rest ist von Hand und so. Auch jetzt so an Toolchain für den Mikrocontroller habe ich fast nichts verwendet. Das ist eigentlich alles mit dem Texteditor und Makefile so. Also ich mag das eigentlich nicht so gern, aber es schien mir irgendwie an der Stelle die einfachste Lösung. An Simulation, also an für das Layout habe ich KiCad benutzt. Das ist so ein Software halt, mit der man Schaltpläne und Layouts machen kann. Das ist eigentlich, also ja, das ist so ein Programm, da schwankt man immer zwischenher, ob man das jetzt liebt oder hasst so. Also es ist halt irgendwie so, es hat echt schöne Features teilweise, es hat aber teilweise auch echt fiese Bugs und Designfehler so. Also es ist so ein bisschen, aber es wird besser. Also kann man eigentlich schon empfehlen. Ist wahrscheinlich besser als Eagle. Ja, so an Communities habe ich irgendwie so ein paar ja, so Bekannte oder Freunde, die irgendwie sich mit Teilen davon auskennen, die ich dann gefragt habe. Bücher habe ich kaum benutzt, also außer zur Radioastronomie. Habe auch viel im Internet recherchiert zu den Sachen. Und ab und zu mal auf mikrocontroller.net was gefragt und die 90% Trolle rausgefiltert. Ja, dann vielen Dank nochmal.